Hallo Leute, wieder zurück in der neuen Let's Play Runde League of Legends. Wie wieder, wie voriges Mal und wie die letzten Male und wie so oft mit der kleinen Tristana. Wir haben leider einen AFK-Geher, so wie ich das mitbekommen habe beim Laden. Schauen wir mal, wie es läuft. Natürlich wieder mal mein Support. Irgendwie finde ich euch schon langsam zum Kotzen. Jo. Sonst haben wir in unserem Team die Kasadina. Einmal Renekton und einmal Charco als Jungler. Weil Charco ist der, der in der Mitte steht da und Renekton links, Kasadina rechts. Im Gegnerteam haben wir Miss Fortune, einmal Lux, einmal Hekarim, einmal Riven und 30 einmal Sekunden bis Nidalee. zum Erscheinen der Vasallen. Nidalee ist Support gegen mit MF, halt mit Miss Fortune. Ja, könnte möglich sein, ist machbar. Hecarim ist Jungler, Sieben am Smite. Lux wird mit sein und Riven wird top sein. Mal schauen, wie es läuft. Ja, natürlich gibt es wieder das standardmäßige Geflame, dass er eine AFK ist und so weiter. Aber was will man dagegen viel Die machen? Vasallen sind erschienen. So. Spiel startet es in. Im Endeffekt in ein paar Sekunden geht es erst richtig los. Wenn die lieben Vasallen oder Minions genannt in die Mitte gelaufen sind und anfangen zu kämpfen. So, in der Mitte startet's. Bei mir geht's gleich weiter. Wollt ihr Dann das geht's Feuer gleich wechseln? los. Okay, Lux ist Mitte. Habe ich das nicht gesagt, sie ist Bot? Ah, Nidalee ist Bot. Oder MF. Ja. Wieder Last hitten, so wie immer. Schön die Last Hits einstauben. Und schön leveln dabei. Ja, alle sechs eingestaubt. Schön gemacht im ersten Durchgang. Ist selten, dass man alle schafft. Ah, zu spät dran gewesen. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Und Nidalee ist schon da und wird gleich den ersten Speer werfen, so wie ich sie kenne. Und trifft mich natürlich nicht. Ich will auf etwas schießen. Wenn sie unbedingt glaubt. Ah, hat mich noch getroffen. Ich glaube, das geht sich aus. Aber was soll's. So, Soraka ist zurück. Ich hoffe, dass sie bald kommt und mir behilflich ist. So, jetzt kriegt mal MF eine auf die Schnauze. Und Top hat schon verloren. Ich kann gerade überhaupt nicht farmen, das ist nervig. So einfach trickst man die Kleine aus. Und noch einmal. Dann schießt man wieder auf sie. Ein Verbündeter wurde getötet. Gehen wir in Reichweite. Ich hoffe, Soraka kommt gleich wieder. Und schreibt nicht nur. Jetzt wird schon langsam Zeit. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? So, Nidalee will wieder mal einen Schuss abbekommen, so wie ich das gerade mitbekomme. Ich will auf etwas schießen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass Soraka nicht unter Angriff geht. Halt, dass sie nicht angegriffen wird, weil die stirbt jetzt vermutlich relativ schnell, weil sie ja doch zwei Level unterhalb ist. So wird es gemacht. Hat gut funktioniert. Aber natürlich Soraka feedet. Warum geht es nicht zurück? Geht, verstehe ich nicht. Anlegen?
habe mir gedacht, ich mache das da alleine, geht wunderbar. Nein, sie muss natürlich mitkommen. Weihnachts-DN-Fight. Natürlich hätte ich angreifen auch können, aber weiß nicht. Ich habe mich so sicherer gefühlt. Boah, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Das war jetzt fehl. Ich glaube, ich habe genug Mana, dass ich noch. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Was drauf, dass ich noch einen explosiven Schuss draufhauen kann. Und noch einmal drauf. Okay, komm, heil mich. Danke. Ah, die nervt. Das ist so, ich hasse das, wenn der Support angreift. Weil dann kannst du nie genau wissen, ob du wann halt ob die Creeps, wie viel bei den Creeps weißt du nach einer Zeit, wie viel Schaden die machen. Auswendig. Aber du weißt es nicht, wie viel deine Verbündeten machen, das ist das Problem. Und da kannst du so schlecht, finde ich, einschätzen, die Last Hits. Die haben mich nochmal getroffen, das war nicht gut. Ich brauche jetzt noch einen Hit und dann will ich zurück. Ah, wieder die dumme Soraka greift an. Die nervt mich schon langsam. Hingerichtet. Und ich bin weg. So, wie immer, Schuhe und sofort das vampirische Zepter, das ich Lifestyle habe. Und jetzt legen wir richtig los da vorne. Schau mal, wieso der keine Chance hat, da oben. Das ist Level 6 schon. Dann soll er mehr unter. Eher defensiv spielen. Dann hat er auch die Chance. Ich finde Nidale so schlecht. Die versaut fast jeden Speer. Na, okay, doch nicht. Ah, jetzt kriege ich gerade keine Last Hits. Wieso schaffe ich das gerade nicht? Na komm. Nein. Oh. Wieso heilt die nicht? Nein. Oh mein Gott. Das war jetzt Fehlnation der Ewigkeit. Nein, es war kein Leck. Natürlich, Soraka. Heal. Aber ja. Ist nicht so schlimm. Muss ich halt ausgleichen. Das war natürlich ein Lachsbier, den habe ich nämlich auch ziemlich spät gesehen. So. Dann rennen wir wieder nach vorne. Schauen wir mal, was mit dem auf. Die sind da gerade am Blau bekommen. Der ist wieder voll vorne, weil, obwohl er sagt, er hat da oben keine Chance. Ich verstehe es nicht ganz. Wir warten da unten schon seit 9 Minuten jetzt auf einen Gank. Ist auch ein bisschen lange schon. Aber ja. Ah, ich krieg. Und keine Worte sind auch nicht gesetzt. Das ist auch so was Nerviges. Man kann nicht reinspringen, ohne dass man sich sicher sein kann. Ja, okay, ist da jetzt noch wer oder. Boah, der trifft mich noch. Ein Gegner wurde getötet. Gehen wir in Reichweite. Müssen da jetzt hinein, denn es bringt nichts.
zwar mache ich ungern den sogenannten Face-Check, halt reinlaufen und dann schauen, ob er drinnen steht. Aber sonst kann ich gar nicht vor. Na, jetzt trifft mich der auch noch. Ja. Nein, das darf's nicht geben. Was mache ich jetzt für einen Scheiß? Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ja. Bist auch ein Lustiger. So, ich mach nichts mehr. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ach Gott. Gehen wir in Reichweite. Ein Verbündeter wurde gefunden. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich verstehe das nicht. Wie man einfach nur vorne stehen bleiben kann. Leute, was soll ich kaufen? Ein Gegner wurde getötet. Ich will auf etwas schießen. Mir fehlt zu viel Geld. So, ja, was ich euch sonst nur erzählen kann, ich nehme jetzt auf eine neue Festplatte auf. Auf eine Seagate Barracuda. Wahrscheinlich wird sich an der Qualität nicht viel verändern, weil es vorher auch schon die Aufnahme ohne Probleme geklappt hat. Und auch die Wiedergabe. Jetzt hüpft er da weg. Ach Gott. So, ein bisschen gefarmt. Nicht viel. Ein bisschen was. Leider nur. Ich will auf etwas schießen. Gehen wir in Reichweite. Vielleicht können wir den Drohnen jetzt ein bisschen angreifen, aber ich glaube es nicht. Schaut auch nicht berauschend aus. Nein, die bekommen den nimmer. Oh mein Gott. Anlegen, zielen, Feuer! Wie schlecht war das jetzt? Und wieso der nicht weg ist? So, Hackerin kommt auch noch. Schönen Krieg noch verteilt. Einen Turm zerstört. In Reichweite. Boah, ist ja auch gerade auf einen Millimeter ausgegangen. Das Feuerwerk sehen?
dieser Hüfte so rein. Anlegen, zielen, Feuer! Ich will auf etwas schießen! Wollt ihr das Feuerwerk sehen? So, die greifen dort oben schön an, ich muss Mitte verteidigen. Anlegen, zielen, Feuer! Ein Gegner wurde getötet. Das ist schön, wenn der umgebracht ist. Gehen wir in Reichweite. Machen wir nämlich jetzt in Dauer einmal. Könnte sich ausgehen. Macht zwar noch nicht viel Schaden auf dem Tower, aber. Und wenig Minions sind auch da. Ich will auf etwas schießen! Gehen wir in Reichweite! So, ich muss jetzt Bot gehen, das bringt nichts. Sonst verlieren wir da in Dauer auch noch. Anlegen, zielen, Feuer! So, ganz freue ich mich schon auf das Let's Play, auf das LS Let's Play. Das Großprojekt oder Megaprojekt, wie es auch genannt wird. Wo 8 Let's Play auf einer Karte spielen werden. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Das Problem bei LOL so viel zu reden, dass man noch die Konzentration hat zum Spielen, ist halt das finde ich gerade urschwer. Sonst habe ich das immer sozusagen ruhig gespielt. Hab höchstens über einen Team-Chat, sozusagen über einen Chat über Skype oder Teamspeak einfach mit noch einem zweiten oder dritten geredet, was direkt im Spiel abgeht, aber was ich jetzt sozusagen mache, habe ich eigentlich noch nie. Das ist gerade ziemlich interessant, wie man sich da eigentlich auf manche Themen konzentrieren muss, obwohl man sich aufs Spiel konzentrieren muss und auf die Karte rechts unten und das und das und halt, so einfach ist es gar nicht. Zwar ein bisschen Let's Play Erfahrung durch ein Carvan und durch ein Guten schon, aber so alleine habe ich noch keinen Nest gemacht. Und es ist ganz schön interessant. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. So, ich muss dem jetzt helfen, aber wenn ich den jetzt angreife. Ich will auf etwas schießen. Okay, sicher noch ausgegangen. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? So, ich bin zurück einmal. Glaube ich. Ja, ich gehe mal in die Mitte da noch. Ich kann mal da noch einen umbringen, bevor ich zurückgehe. Ich habe zwar schon wieder 2600. Neutrale Creeps farmen. Bringt auch einiges an Gold zusammen. Und irgendwann sollte ich jetzt noch einmal zurückgehen. Wow. Anlegen,
So, ganz kurz zurück. 3,4000 ausgeben ist eine Menge. Und dann geht's gleich mit voller Datenkraft und mit voller Kraft weiter. Weil mit der Summe kann man sich einiges kaufen. Wo man nachher weiß, man hat ja den Fortschritt. Oder wo man einen Unterschied sieht gegen vorher. Die greifen ziemlich in der Mitte die ganze Zeit an. Die haben da ziemliches leichtes Spiel. Die machen auf der Seite gar nichts mehr. Wir gehen immer auf die Seite auch, pushen dort ein bisschen. Man sieht es zur Zeit da unten. Da war vorher einer gerade unten. So. Jetzt kommt sicher ein Speer. Eigentlich hätte ich den auch noch gekriegt. So, ich warte auf meine Creeps, dann mache ich den Tower geschwind. Entweder greift jetzt an oder. Achso, okay. Sind zu zweit. Na, dann lasse ich sie doch angreifen. Halt, lasse ich sie doch in Ruhe nicht angreifen. Schön. Und jetzt machen wir den Tower auf die Schnelle. Und vielleicht den nächsten auch noch. Und den Inhibitor, dass wir Mega-Creeps haben. Läuft gerade gut. Und gleich den nächsten auch gleich noch. Machen wir gleich weiter. Ja, zu gierig. Aber was soll's. Wir haben da jetzt ziemlich viel eigentlich rausgeholt. Da sogar ein Tower hingemacht. Dafür steht jetzt noch einer. Er hat noch keinen Schaden bekommen. Unten oben ist auch eigentlich ziemlich gut. Was will man mehr? Drachen haben wir noch nie geholt. Baron haben wir noch nicht geholt. Könnte man alles machen. Ich glaube, wir brauchen das fast gar nichts. Und der Bart wird wieder nicht sehr lange. Ich habe gestern noch mit Guten geredet. Ich sag so, ja, so ungefähr dreiviertel Stunde dauert jeder Bart. Und wir haben sogar eine 90 GB und jetzt die letzten Barts, was ich halt. Ich habe jetzt, das ist gleich der fünfte oder sechste, den ich aufnehme, so ungefähr. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es in der richtigen Reihenfolge hole. Und die haben alle so um die 50 bis 60 GB nur, weil es alle nur so eine halbe Stunde dauert haben. Und das ist doch angenehmer, als wenn du nachher wahnsinnig große Bart hast, die du auch noch hochladen musst. Und rendern vor allem auch noch. So. Gehen wir hinein. Enden wir es. Ja, wir enden es.
Der eine kauft nochmal Wort oder wie? Ah, jetzt machen wir den Dauer dann, entweder sie greifen an. Dauer ist down. Jetzt machen wir noch das. Die sollen sich ruhig noch Kills holen. Mir ist es ziemlich gleich. Ich beende das Spiel. Und es war wieder ein schöner Part mit euch. Und ich beende mit dem schönen Gewonnen. Oder mit auf Englisch Victory diesen Part her und sag Ciao.